hier, also ich bitte um klare Definition. Wie kann man eigentlich herumschwurbeln mit Begriffen wie ein Staatsstreich? Mit einem Staatsstreich sind nicht irgendwelche periphere Truppen gemeint, die mit dem Rollator irgendwo im Westend in Frankfurt abgeholt werden oder eine Tarotkartenlegerin oder sonst wo. Sondern mit einem Staatsstreich ist gemeint, dass sich tragende Institutionen des Staates zusammenrotten und die Regierung stürzen wollen. Auch hier diese inflatorische Verwendung von Begriffen, die völlig falsch sind. Also bitte.